So, willkommen zurück zu einer kleinen Infofolge. Pokémon Go, es gibt wieder was ganz brandaktuell heiß Neues. Und das wurde gerade nämlich gepostet und deswegen muss ich schnell ein Video drüber machen. Denn die Raid-Belohnungen haben sich geändert. Das wird vielleicht schon einigen Leuten aufgefallen sein, beziehungsweise der Lukas, der beschwert sich schon die ganze Zeit. Nee, er wundert sich, warum es plötzlich 750 Sternenstaub gibt nach dem Raid anstatt der 500 wie üblich. Und Silph Road hat wieder mal was rausgefunden. Pokémon Go, so haben sich die Raid-Belohnungen geändert. Wie die Belohnungen jetzt genau ausfallen, weiß keiner so genau. Das Team von The Silph Road hat recherchiert und die neuen Belohnungen von Tier 1 bis 5 aufgelistet. Wie ihr seht, da ist also die Übersicht und ja, es gibt natürlich wieder weiterhin TMs, die normalen Beleber, die goldenen Himbeeren, Sonderbonbons, Tränke, ganz normal natürlich die, den Sternstaub 750 und ihr seht schon von Tier 1 bis 4 tut sich eigentlich kaum was, wenn man jetzt mal auf die goldenen Bären achtet. Oder das war natürlich früher anders, da gab es viel mehr und es wird wieder mal alles zurückgeschraubt. Hauptsache es gibt mehr Sternstaub. Es ist also wie folgt: Durch die Änderungen erhaltet ihr also in Zukunft weniger goldene Himbeeren. Grund dafür wird wohl die Einführung des Abenteuersinks sein. Mit dem Abenteuersink könnt ihr euren Account mit der Fitness-App verbinden und so über gelaufene Kilometer in Pokémon Go goldene Himbeeren verdienen. Okay, ich erlaufe mir jetzt also die goldenen Himbeeren und bekomme sie nicht mehr aus den Raids hinterhergeworfen. Wie die Änderung sich an den Bären auswirkt und wie die neuen Belohnungen aufgeteilt sind, hat das Team von The Silph Road in einer Grafik aufgelistet. Da habt ihr nochmal die Grafik, da könnt ihr das nochmal nachgucken. Bisher war es ja wirklich so, dass sich Leute gewundert haben, sie machen 2-3 Raids und dann haben sie plötzlich 100 goldene Bären. Manche haben die sogar schon weggeschmissen dann, weil das so viele waren, die sie gar nicht alle verfüttern konnten. Aber das gehört wahrscheinlich jetzt wieder der Vergangenheit an. Finde ich schade, ich fand es immer cool, die ganzen goldenen Bären zu haben. Manche habe ich da gesehen, 500, 600, 700 goldene Bären im Inventar. Das war schon richtig krass. Dann habt ihr natürlich einen kleinen Vergleich. Das alte Bundle und das neue Bundle, wie ihr seht, bei Tier 1 hat sich nicht viel geändert. Dann 2 zu 1, 2 zu 1, 3 zu 1 und jetzt beim legendären 3 zu 2 im Verhältnis. Also ist natürlich ein Unterschied, wenn ihr einen 4er Raid gemacht habt, da wurdet ihr da richtig zugeschüttet. Und jetzt kann es sein, dass ihr wirklich leer ausgeht oder wirklich nur eine Beere bekommt, statt gleich 100 wie davor. Hat sich also stark geändert. Wie in der Grafik zu sehen, geht aus den Änderungen Folgendes hervor. Jeder Raid belohnt euch jetzt mit mehr Sternenstaub, 750. Garantierte goldene Himbeeren wurden pro Raid Bundle um 1 reduziert. Nicht garantierte Himbeeren aus Raid Bundlen wurden entsprechend der zweiten Grafik reduziert. Supertränke wurden in Tier 1, 2 und 3 pro Bundle um 1 reduziert. Zusätzliche Bälle und der Freundschaftsbonus sind nicht von der Änderung betroffen. Ihr seht also, es wird immer rumgeschraubt, egal was ist, es gibt immer zu was Neues. Falls ihr euch also gewundert habt, warum ihr plötzlich mehr Sternstaub bekommt, hättet ihr mal auf die Bären achten müssen, dass ihr plötzlich nämlich weniger Bären bekommt. Ist jetzt nicht so schlimm, wie gesagt, durch die Sync Fitness App Kacke gibt es natürlich dann die Möglichkeit, dass ihr euch auch die goldenen Himbeeren erlaufen könnt und da Belohnungen bekommt. Und man braucht das ja nicht doppelt und dreifach, das reicht ja dann dort. Hauptsache mehr Sternenstaub, das ist immer gut. Meinetwegen könnten die das auch noch auf 1000 hochschrauben oder 1500 für einen 5er Raid. Das wäre richtig krass, aber das war eine kleine, aber feine Neuigkeit. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, beziehungsweise seid gespannt, denn heute kommt die erste Folge Raid am Mittwoch online. An der sitze ich nämlich gerade noch da hinten zum Schneiden. Und das ist ein neues Format, was ich hier einführen werde. Aber so viel dann später dazu, das seht ihr nachher. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.